Herzlich willkommen im Wiener Rathaus. Ich darf Ihnen jetzt die größten und schönsten Räume hier bei uns im Rathaus vorstellen. Der erste Raum, das ist der Stadtsenatssitzungssaal. Er besticht durch eine Edelholz-Kassettendecke mit Rosetten aus 22 Karat Blattgold, Seidendamast-Tapeten entlang der Wände, einem Kamin, welcher ein Geschenk der Wiener Hafenerinnung im Jahre 1885 war, und Porträts von ehemaligen Bürgermeistern der Stadt Wien. Hinter mir, hier sehen Sie das Porträt von Dr. Helmut Zilk. Sein Porträt wurde gemalt von der österreichischen Malerin Maria Lasnik. Der Festsaal ist mit seinen 70,9 Metern Länge, 19,5 Metern Breite und 17 Metern Höhe der größte Raum hier bei uns im Rathaus. Unter der Decke in den Deckenbögen, dort finden Sie 22 Karat Blattgold und die 16 Lusterhierinnen sind entworfen von unserem Hausarchitekten Friedrich Schmidt. An beiden Seiten des Festsaales finden Sie die sogenannten Orchesternischen mit Reliefbildern von Schubert und Mozart sowie Haydn und Gluck. Die Wappensäle waren ursprünglich das Waffenmuseum der Stadt Wien. Allerdings wurde dieses aus Platzgründen in das Wienmuseum ausgelagert und im Anschluss daran die Wappensäle gebaut. Von der Ausstattung her haben wir an der Decke eine Edelholz-Kassettendecke, entlang der Wände Seidendamast-Tapeten, die Luster aus Kristall und den Wappentücher von Robert Pipal. Zum einen hier in diesem Raum die Wappen der Landeshauptstädte Österreichs und zum anderen im anderen Raum die neuen Bundesländer Österreichs. Den Gemeinderatssitzungssaal schmückt eine Edelholzkassette mit Rosetten aus 22 Karat Blattgold, einer Fensterfront entworfen von Rudolf Geiling, einem Freskenband gemalt vom Maler Ludwig Meyer mit Szenen vom 13. bis hin zum 19. Jahrhundert und ober mir der große Luster, entworfen von unserem Hausarchitekten Friedrich Schmidt 1878. Dieser hat einen Durchmesser von 5 Metern, er geht 3 Meter in die Tiefe und wiegt 3,2 Tonnen. Im Gemeinderatssitzungssaal finden sowohl Sitzungen des Wiener Landtages als auch Sitzungen des Wiener Gemeinderates statt.